Wir kommen zur Lebensweise von unserem Luchs. Generell sind die Einzelgänger. Die treffen sich zur Paarung und danach sind sie wieder Einzelgänger. Lediglich vor der Paarung, also bevor die quasi vollzogen ist, legen sie dann logischerweise beide Geschlechter Interesse am jeweils anderen Tier an den Tag und das war's dann auch. Also es gibt wenig Tiere, die so einzelgängerisch leben wie der Luchs. Die Jungenaufzucht macht das Weibchen dann auch alleine. Aber erstmal, wie sieht so ein üblicher Tag im Leben eines Luchses aus? Der pennt den ganzen Tag über. Aktivitätszeiten sind entsprechend so die frühen Morgenstunden, da geht noch ein bisschen was, da ist er noch ein bisschen unterwegs, kurz nach Sonnenaufgang noch ein Weilchen und dann wird er auch irgendwo sich verstecken. Und das gleiche nachts, wenn es langsam anfängt dunkel zu werden, kommt er möglicherweise raus, streift schon ein bisschen durch die Gegend und ist die fast mehr oder weniger die ganze Nacht unterwegs, bis er halt was gefangen hat. Dann ist er erstmal am Fressen und wenn er satt ist, dann legt er sich auch entsprechend wieder hin. Da streift er dann nicht noch mehr, wahrscheinlich nicht noch großartig durch die Gegend. Grundsätzlich ist es bei Katzen ja auch ziemlich deutlich, dass wenn sie mal eine größere Menge gefuttert haben, sie sich hinlegen und pennen. Tut unsere Hauskatze, tut der Luchs, wird die Wildkatze auch so ähnlich machen und auch bei Löwen und sonstigen Viechern aus dem Reich der Katzen ist das entsprechend zu beobachten. Tagesruheplätze eben in möglichst dichten Waldbeständen. Höhlen gräbt er sich nicht, aber er versteckt sich gerne halt in irgendwelchen Nischen unter Felsunterhängen. Zum Beispiel hat man ihn im Bayerischen Wald häufiger ja, nicht angetroffen, aber wusste, dass er da halt eben entsprechend sich aufhält. Sonst Wurzelteller, generell einfach so ein bisschen feuchtigkeitsgeschützte, trockene, nach im Idealfall sogar etwas wärmere Rückzugsräume. Wenn er dann mal mit Artgenossen kommuniziert, passiert das häufig in Abwesenheit. Also soll heißen, durch olfaktorische Signale heißt, der markiert sein Revier mit entsprechenden Urin und einem speziellen dafür geeigneten Sekret, was wieder aus einer Drüse in der Nähe des Afters entsprechend herstammt. Das ist ja also wirklich nichts Besonderes bei allen möglichen Tieren, dass die irgend so ein Reviermarkierungssekret in irgendeiner Form absondern können. Das ist auch so eins der wenigen Dinge, wo der Luchs eigentlich seine Nase benutzt, weil darauf bin ich noch gar nicht eingegangen. Der riecht nicht besonders toll. Immer noch meilenweit besser als wir, aber es ist nichts Besonderes. Also irgendwelche tollen Riechleistungen, quasi Rekorder aus dem Tierreich, davon ist er ganz weit entfernt, aber so zum rausfinden, welcher Luchs jetzt hier quasi die Duftmarke hinterlassen hat, dafür reicht's noch, dass man also so ungefähr weiß, mit wem man es quasi zu tun hat. Zweiter Faktor der Kommunikation passiert dann tatsächlich auch über eine Art Mauzen. Das ist aber eher so ein sehr tiefes, fast schon bellartiges, also so nehme ich das jetzt wahr, Geräusch. Wer das mal hören möchte, muss ein bisschen rumgoogeln. Da gibt es auf jeden Fall irgendwelche Aufnahmen entsprechend zu finden. Ich kann das hier nirgendwo einbetten oder sonst wie. Und da es viele verschiedene gibt, möchte ich jetzt auch keine einzelne spezielle verlinken. Das passiert übrigens auch, also mit Mauz und Schnurr und sonstigen Tönen, also eigentlich ziemlich typischen Katzengeräuschen, wie man sie dann auch wieder von unserem Hauskatzentier entsprechend kennt, kommuniziert er auch, wenn sie sich dann mal treffen, die beiden, für den Zweck der Paarung. Es kommt nur sehr selten zu Konflikten um die entsprechenden Reviere, weil die Reviere halt so verdammt groß sind, dass sich zwei Männchen, die zum Beispiel ihr Revier dann entsprechend aggressiv verteidigen würden, so selten begegnen, dass das fast schon keine Rolle spielt. Wenn er jagen geht, dann macht er das per Ansitz oder per Pirsch. Also quasi so ähnlich wie die menschlichen Jäger auch, mit dem kleinen Unterschied, dass er halt kein Gewehr hat, sondern aus der Deckung raushüpfen muss, um sich seine Beute entsprechend zu greifen. Er ist ja schließlich ein Beutegreifer. Ich mag diesen Begriff wirklich nicht. Jedenfalls Ansitzjagd meint, er hockt zum Beispiel vorm Kaninchenloch, versteckt im Gebüsch neben dem Kaninchenloch. Und dann kommt das Kaninchen raus und zack, hat er's. Da Kaninchen aber nicht seine Hauptbeute darstellen, handelt es sich halt meistens eben um Rehe. Dann versteckt er sich zum Beispiel am Wildwechsel,
wartet darauf, dass das Reh vorbeiläuft und zack, hat er's. Die Erfolgsquote, wenn er dann mal eben entsprechend rausspringt und versucht, sein entsprechendes Opfer zu bekommen, ist relativ hoch, was natürlich auch daran liegt, gerade jetzt bei uns ist sie besonders hoch, dass sich die meisten Rehleine noch nicht an die Anwesenheit des Luchses gewöhnt haben, beziehungsweise aufgrund seiner riesigen Reviere können die nie genau wissen, wo er jetzt eigentlich gerade ist, leben also entweder in ständiger Furcht, und wenn sie das monatelang getan haben und er kam monatelang nicht da vorbei, dann ist er halt irgendwann plötzlich da und die rechnen sie nicht mit. Davon geht er aus, das ist Teil der Strategie. Und dann schnappt er sie sich halt in dem Moment, wo sie nicht aufpassen quasi. Deswegen ist ein Beutespektrum auch eher junge, unerfahrene Rehe, ältere, die genau wissen, was abgeht und ihn eher entdecken und besser auf ihre Umgebung achten, die kriegt er nicht so leicht. Das hat man also auch schon festgestellt, der holt sich eher die jungen Exemplare. Der ist nicht so wie der Wolf, die Gesundheitspolizei des Waldes, der sich eher die alten, kranken, schwachen raussucht. Aber auch das muss man mit Vorsicht genießen und das ist auch wieder ein Thema, wo wir gegen Ende dazu kommen. Wenn ich das noch 17.000 Mal sage, was ich alles am Ende machen möchte, dann wird das Ende definitiv ziemlich lang. Wenn er pirschend jagt, heißt das, dass er sich an seine Beute aktiv anschleicht. Das kann er absolut geräuschlos sich durch den Wald fortbewegen, allerdings auch sehr, 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 sehr langsam und bricht dann auch wieder aus dem Gebüsch hervor und hat sich die entsprechende Beute geschnappt. So ein Reh kann er nicht auf einmal futtern. Das reicht in der Regel ungefähr eine Woche, kann man so grob sagen. Er braucht am Tag so circa 1,2, 1,1. Das kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie groß er jetzt ist, der jeweilige Luchs, Kilo Fleisch, reines Fleisch. Da sind jetzt Knochen, Fell, Knorpel und so weiter und so fort. Das kann man so ein bisschen abziehen, deshalb so grob ein Reh pro Woche. Das legt da irgendwo hin, versteckt es auch gerne mal eben gegen entsprechend andere Leute, die da möglicherweise auch ein Stück Reh haben wollen. Schleppt es auch weg von da, wo er es gerissen hat. Und wenn man möchte, wenn man nachweisen will, dass dieser Riss, also das erlegte Tier, jetzt wirklich vom Luchs stammt, ein gutes Kriterium, um das auseinanderhalten zu können, ist, dass er seine Beute mit einem gezielten Biss ins Genick oder in die Kehle tötet. Sonst eigentlich wenig Schäden am Körper hinterlässt, wenn dann noch Krallen, weil er sich da irgendwie reingekrallt hat, damit es nicht wegrennt, bevor er zugebissen hat. Aber oft ist es halt so, dass er so aus der Deckung rauskommt, so überraschend, dass das Opfer das überhaupt nicht mitbekommt, also die Beute, und sofort totgebissen wird. Und dann merkt man auch kaum irgendwelche Verletzungen, die von irgendwelchem Widerstand herrühren könnten. Und das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass er seine Beute nicht zerlegt. Er macht ein Loch rein und frisst gerne zuerst die Hinterbeine, also die Oberschenkelmuskulatur. Den Verdauungstrakt lässt er weg, den mag er nicht, den lässt er liegen. Und frustert sonst quasi von innen nach außen. Also die Haut bleibt die ganze Zeit mehr oder weniger intakt. Er trennt auch keine Beine ab. Er könnte zwar Knochen durchaus durchbeißen, macht er aber nicht. Er lässt das Viech ganz, die Beute, weil vermutlich, vermutet man, weil er will sie ja transportieren können. Wenn nämlich entdeckt wird, wenn er dann entdeckt und am nächsten Tag wiederkommt, da hat jemand an meinem Reh gefressen, dann zieht das Reh irgendwo anders hin und versteckt es woanders. Und das könnte er schlechter, wenn sein Reh zu diesem Zeitpunkt aus 5 Einzelteilen besteht. Und deswegen bleibt es quasi zusammenhängend und er lässt es alles schön in der Schale drin, also in der Decke. In der Decke lässt das drin und mampft dann halt so nach und nach mehr oder weniger vollständig auf. Wie gesagt, den Verdauungstrakt mag er nicht, mit dem Kopf kann er auch nicht so viel anfangen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sehr hilfreich bei der Jagd ist neben seinem Gehör, mit dem man ja genau orten kann, wo es im Gebüsch raschelt, die Tatsache, dass er auch sehr, sehr gut sehen kann. Und woher man das weiß, weiß ich leider nicht, habe ich nicht herausgefunden. Aber es gibt eine Untersuchung, die davon ausgeht, dass er im Winter bei Schnee auf Schnee ein Reh über 500 Meter Entfernung identifizieren kann.
Und weiß dann wohl auch, dass es sich um ein Reh handelt. Er kann Feldhasen auf 300 Meter ausmachen. Schneehasen, die sind super getarnt, immer noch auf 25 Meter. Das ist ja auch schon noch ganz beeindruckend. Also für zum Vergleich zu den anderen Raubtieren und den anderen Tieren, mit denen ich mich sonst so ein bisschen auseinandersetze, ist der Luchs jemand, der sehr gut sieht. Vergleichsweise. Also das spielt schon wirklich eine Rolle. Das dient ihm auch als Orientierung. Und die gute Nachtsicht, die habe ich ja schon erwähnt, mit der toll reflektierenden Iris, das ist auf jeden Fall auch ein Faktor, der sehr hilfreich ist und ihm dazu gutekommt, weil er ja auch überwiegend nachts unterwegs ist. Übrigens, anders als bei der Hauskatze, hat der Luchs runde Pupillen. Ne? Also nicht diese Striche, die die Hauskatze hat, sondern die sind schon rund. Aber auch genauso gelb, dieses Reflektormaterial da quasi, was dafür sorgt, dass eben die Lichtbrechung besonders optimal ist. Dann sollte man vielleicht noch ein paar Worte zum Einfluss des Wuchsluchses auf seine Beute als Population verlieren. Und zwar ist es so, dass wenn man das jetzt ein bisschen rumrechnet, wenn wir sagen, der Luchs braucht ein Kilo Fleisch pro Tag, grob. Also ein kleinerer Luchs jetzt, nicht so ein ganz großer, aber die sind ja bei uns vergleichsweise klein. Und da die Wilddichte bei uns sehr gut ist, haben wir jetzt mal angenommen ein Luchsrevier von 100 Quadratkilometern Größe. Das ist ja schon ein eher kleines, aber wie gesagt, die Wildsituation ist ja sehr gut bei uns. So, bei einem Kilo pro Tag kommen wir dann auf grob ein Reh pro Woche, ein ganz, ganz kleines bisschen. Mehr als ein Reh pro Woche vielleicht. Und dann sind wir bei 60 Rehen im Jahr. So. Das kann man jetzt auch auf 100 Hektar genau angeben. Das macht man im Jagdbereich halt eben entsprechend so. Und dann kommen wir bei ein Reh pro 100 Hektar und Jahr. Und das ist dann doch relativ bescheiden. Was hier jetzt in meinem Büchlein steht, ist eine jagdliche Nutzung, die in Baden-Württemberg im Durchschnitt jährlich bei mehr als 10 Rehen pro 100 Hektar und Jahr eben entsprechend liegt. Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem in welcher Region man nachguckt, aber das ist auf jeden Fall jetzt mal ein grober Wert, den wir da irgendwie hernehmen können. Also sprich, der Luchs ist sehr bescheiden und genügsam, aber. Das sieht dann ganz anders aus, wenn er irgendwo in einem bestimmten Bereich völlig neu eintrifft und halt die Rehe überhaupt nicht gewöhnt sind, dass der Luchs da ist, da kann er quasi aus dem Vollen schöpfen. Da kann er Beute machen, so viel er lustig ist und fressen. Und in dem Fall konzentriert sich eben sein Beuteerfolg auf die Ecke, in der er jetzt halt gerade schon in letzter Zeit ohnehin so viel gefangen hat. Der geht dann nicht regelmäßig sein vollständiges Revier von seinen 100 Quadratkilometern abgrasen, sondern er bleibt halt immer mehr oder weniger in der gleichen Region. Und in dieser gleichen Region, die sich noch nicht an den Luchs gewöhnt hat, da hat man schon Rückgänge der Rehwildpopulation um grob 70% gemessen. Mit solchen Zahlen muss man immer vorsichtig sein, weil man dafür müsste man wissen, wie hoch die Rehwildpopulation vorher gewesen ist. Und so genau kann gerade bei Rehwild niemand genau sagen, wie viele das eigentlich sind. Das sind immer nur so ganz grobe Schätzwerte mit einem sehr geringen Anteil an Sicherheit, dass man es wirklich genau hinkriegt. Also auf jeden Fall ist es schon eine deutliche Absenkung, kleinräumig dann der Rehwildpopulation gewesen. Was nicht so schlimm ist, weil drumherum ist die ja immer noch hoch und die sind dann auch schnell nachgewandert in eben dieses entsprechende Loch, in dem die Rehe verschwunden sind. Der Luchs ist woanders hin weitergezogen und im Endeffekt vermutet man, dass die sich dann neu aufbauende Rehwildpopulation sogar ein bisschen höher gewesen ist als vorher. Zwei Dinge will ich damit sagen. Erstens, wahrscheinlich ist es nicht möglich, dass der Luchs allein die Jagd völlig überflüssig macht im Sinne von als Regulator der Schäden am Wald durch zu viel Wildverbiss.
Da wird nach wie vor auch durch menschliche Jagd wahrscheinlich ein wenig eingegriffen werden müssen. Muss man immer vorsichtig sein bei solchen Formulierungen, aber es ist schon, kann man sich nicht vorstellen, dass das rein durch den Luchs dann quasi abgefrühstückt werden würde. Nach den aktuellen Auffassungen der meisten Leute, die sich eben mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und zweitens, was aber auch nicht eintritt, ist, dass durch den Luchs der Rehbestand so stark zurückgeht. Wie gesagt, da kleinräumig vielleicht schon mal, aber das auch nicht sehr lange, dass die Jäger um ihre Existenz fürchten müssen und dass sie quasi nie wieder was vor die Flinte kriegen, was sie entsprechend schießen können. Also da, dass das dazu kommen kann, da fehlt es auch an jeder Grundlage, außer jetzt eben für diesen eine arme Wurst, die halt eben da die Initial-Lux Ecke quasi erwischt hat, wo die 70% Rückgang eben festgestellt wurden. Wer da halt jetzt gerade zuständig ist, der hat halt einfach die Arschkarte. Das muss man dann so dramatisch halt einfach quasi sagen. Das ist sicherlich nochmal ganz wichtig gewesen, diese Sache der Einfluss des Luchses auf seine entsprechende Beute. Auch das Verhalten der Tiere ändert sich, wenn sie vom Luchs bejagt werden. Sie hängen weniger zusammen rum, die Rehgruppen werden kleiner, Rehrudel werden kleiner, besser verteilt. So nach dem Motto, je eher wir uns übers Gelände verteilen, desto besser vermeiden wir, dass er dann dahin kommt, wo viele auf einmal rumstehen, wo er quasi die volle Auswahl hat und sich aus der großen Gruppe nur noch schnell einen rausschnappen muss, vom Rande her. Also das ist auf jeden Fall etwas, was man da feststellen kann. Tendenziell führt das nächtliche Jagdverhalten vom Luchs auch gerne mal dazu, dass die Rehe dann potenziell eher wieder tagaktiv werden. Das ist aber noch nicht so ganz nachgewiesen. Das ist eher eine Vermutung einiger Experten, dass es halt eben dazu dann kommen könnte, weil der Luchs eben auch natürlich ein eher nächtliches Jagdverhalten hat. Und dann ist es für das Reh besser, nachts in irgendeinem Versteck zu bleiben, wo der Luchs es gar nicht erst findet, sich so wenig wie möglich zu bewegen, und keinen Krach zu veranstalten. Und dann halt eher tags rauszukommen, wenn der Luchs pennt. Das wäre dann eine mögliche weitere Anpassung des Beutebestandes. Aus Zeitgründen die Fortpflanzung im Schnelldurchlauf. Also, wenn der Kuder das dringende Bedürfnis hat, dann schreit er entsprechend rum. Das kennt man von nicht kastrierten Katern aus der Nachbarschaft. Das klingt ungefähr so ähnlich und ist wohl potenziell ein ziemlicher Lärm. Das ist so die Gelegenheit, wenn man mal feststellen kann, ob ein Luchs in der Gegend ist oder nicht, weil zu Gesicht bekommt man den ja im Normalfall wirklich nur sehr, 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 sehr schwer. Wenn er aber Krach macht, dann weiß man zumindest, dass er irgendwo in der Gegend ist. So, das hört dann sie, ist beeindruckt, kommt vorbei, dann treffen sie sich, dann rennen sie erstmal mit den Köpfen gegeneinander, bum, 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 und reiben sich da entsprechend die Gesichter. Beschnüffeln sich dann nochmal von der Rückseite und wenn sie dann feststellen, dass sie sich gern haben, dann kommt es auch relativ zügig zur Paarung und zwar paart sich immer nur ein Männchen, Quatsch, ein Weibchen mit einem Männchen. Es kann schon sein, dass ein Männchen bei mehreren Weibchen ist, aber die Weibchen lassen immer nur ein Männchen ran. Wer als zweiter kommt, der darf nicht mehr. Paarung selber geht wohl so 2 bis 3 Minuten. Katzentypisch, besonders zärtlich sind die nicht, beißt Männlein, Weiblein in den Nacken und hält sie damit entsprechend fest. Und nachdem das dann entsprechend vollzogen wurde, geht wieder jeder seines Weges. Die Jungenaufzucht macht Weiblein vollständig allein und hat dann sonst nichts mehr weiter mit Männlein zu tun. Dadurch, dass die Reviere sehr nah, ja, quasi sich teilweise überschneiden, bei trendgeschlechtlichen Tieren, also Weiblein- und Männleinreviere, die überschneiden sich gerne mal. Es unterschneiden sich nicht Weiblein- und Weibleinrevier und auch nicht Männlein- und Männleinrevier. Im Regelfall. Falls doch, dann gibt es da ein bisschen Konflikt auf die Dauer, aber große, große Auseinandersetzungen, habe ich ja schon gesagt, sind beim Luchs dann eher die Ausnahme. Tragzeit 21 bis, nein, Quatsch. Die Weibchen werden mit 22 Monaten ganz grob geschlechtsreif. Das geht also vergleichsweise lange. Männchen brauchen zum Teil sogar 3 Jahre, bis sie entsprechend geschlechtsreif sind. So, jetzt Tragzeit 63 bis 75 Tage. Jungen werden da geworfen, wo auch gewohnt wird, also in den entsprechenden Tageseinständen, Rückzugsorten. Und ja, also wenn eine kleine Höhle vorhanden ist,
Das nehmen sie auch. Einen ehemaligen Dachsbau zum Beispiel, einen geräumigen, wo sie halt reinpassen. So ein Luchs ist halt dann schon ein bisschen größer als so ein, beziehungsweise von der Bauart nicht so gut geeignet, unter die Erde zu gehen, wie so ein Dachs. Vom Gewicht her, so ein Dachs kann halt auch ordentlich schwer werden. Der kann so einem Luchs durchaus Konkurrenz machen, wenn nicht sogar schwerer sein. Ja, blinde Jungen können nichts. Sind auch noch mehr oder weniger nackig, bis zu 290 Gramm schwer pro Stück und so maximal 4, 2 bis 3, das ist so eher üblich. Auch da wieder die Männchen etwas schwerer als die Weiblein. Die werden zunächst mal gesäugt und interessanterweise bringt ein Luchs kein Futter an den Bau. Die kriegen erst dann festes Fleisch, wenn sie so weit sich entwickelt haben, dass sie in der Lage sind, der Mutter zum Riss zu folgen. Und dann können sie sich da quasi direkt bedienen. Das ist eigentlich auch eher selten. Die meisten Tiere bringen ein bisschen was mit zur entsprechenden Höhle. Das relativ früh, aber ja, bei den Luchsen entsprechend nicht. Grob 10 Monate lang kümmert sich die Mutter um den Nachwuchs. Also man spricht von Führen, das heißt, die nimmt sie mit. Sie läuft mit denen durch die Gegend, sie zeigt denen, wie das Luchs-Dasein so funktioniert. Und wenn dann wieder die Paarungszeit losgeht und dann der Herr da im Revier nebenan entsprechend wieder anfängt rumzumiauzen und zu ranzen, dann verscheucht sie quasi ihre Jungtiere. Die Jungluchse bleiben dann üblicherweise noch ein paar Wochen im Revier der Mutter. Das dürfen sie. Die Mutter ignoriert sie dann quasi einfach. Und danach suchen sie sich ein eigenes. Bei der Migration von Luchsen, also dem Suchen eines eigenen Reviers, legen sie im Regelfall keine so großen Strecken zurück. Das können sie zwar, das hat man auch schon beobachtet, dass sie das tun, aber der Regelfall ist, dass sie quasi ins angrenzende Revier gehen, wo es noch keins gibt. Also wenn jetzt das Revier der Mutter meinetwegen von 5 anderen Revieren von anderen Luchsen umschlossen ist, dann marschieren sie da schnell schnurstracks durch. Und wenn das 6. Revier, also wenn man sich die so als Plätzchen, die quasi ausgewiesen sind, vorstellen kann, nur zur Verdeutlichung, dann nehmen sie das 6., wenn das noch keinem gehört. Wenn das auch schon jemand gehört, dann gehen sie weiter bis zum 7., zum 8. und so weiter, bis sie zum 1. Revier finden, kommen, das zwar auf der einen Seite an bestehendes Luchsland angrenzt, aber auf der anderen Seite halt eben nicht von allen anderen umschlossen ist, wo halt freies Land quasi ist. Und das nehmen sie im Regelfall. Also, und das ist auch ein Problem, weil naturschutztechnischer Art, also wenn man jetzt Luchse irgendwo wieder ansiedeln möchte, in einer Region, wo es überhaupt keine Luchse gibt, dann finden die kein Revier, das an ein anderes Revier angrenzt und können sich dann quasi nirgendwo niederlassen. Das ist wirklich ein großes Problem. Die müssen dann quasi auf gut Glück ein Revier gründen, in der Hoffnung, dass irgendwann ein entsprechend andersgeschlechtliches Tier in der Nähe vorbeikommt und dann feststellt, oh, hier ist ein Revier, dann setze ich mich daneben dran und dann erst gibt es eine mögliche Reproduktion. Das ist wirklich schwierig. Das macht die Ansiedlung von Luchsen in irgendwelchen Gebieten vor allen Dingen dadurch auch schwierig, dass man immer gleich einen ganzen Haufen auf einmal quasi aussetzen muss, damit die anfangen, Notreviere zu gründen und dann die anderen merken, oh, da gibt's ja das doch was und hocken sich nebendran. Und das ist in der Theorie klingt das noch einigermaßen gut. In der Praxis hat's halt oft auch schon nicht funktioniert. Fürs erste Mal durch. Es gibt jetzt noch diverse andere Sachen, die man zum Luchs sagen kann, aber auch wenn ich es jetzt zum 7. Mal gefühlt sage, das kommt erst am Schluss. Das gibt dann so eine Gesamtdarstellung für Wildkatze und Luchs, wo man nochmal die jeweiligen populationsdynamischen Unterschiede klarstellen kann, die Unterschiede in den jeweiligen Schutzmaßnahmen, die nötig wären, um halt eben eine Wildkatzen- bzw. Luchspopulation zu integrieren. Wichtig ist dann auch noch eben, inwieweit sich das Ganze mit dem Wolf verträgt und mit dem möglicherweise auch schon vorhandenen Wolf vereinen lässt. Denn Lebensräume für große Tiere sind oft Lebensräume für jede Menge große Tiere, also verschiedene. Ne? Also ein super abgelegener Truppenübungsplatz in der Lausitz, wo der Wolf sich hat ausbreiten können, da könnte auch ein Luchs wohnen oder eine Wildkatze, weil das ist halt super abgelegen, störungsarm, gibt Wälder,
gibt Wälder, ist eine schöne heterogene Landschaft. Da kann man fast nahezu jedes Tier, das da einigermaßen anspruchslos an das Aussehen seines Lebensraums ist, kann man da fast alles hinsetzen. Und interessanterweise vertragen sich Luchs und Wolf ganz hervorragend. Die stören sich so gut wie gar nicht. Natürlich sind sie Nahrungskonkurrenten, das heißt, der Wolf wird, wenn er zum Beispiel eine Luchshöhle findet mit den Jungen drin, diese durchaus wahrscheinlich töten. Das könnte aber auch durchaus andersrum genauso laufen, abgesehen davon, dass so eine Wolfshöhle selten gänzlich allein gelassen wird, also wirklich so richtig allein, dass da keiner mehr auch nur ansatzweise in der Nähe ist. Die sind ja oft, dadurch, dass sie halt eben ein Rudel sind, in der Lage, teilweise sogar eine richtige Wache zurückzulassen. Das hat man auch schon beobachtet, ist noch ein bisschen umstritten, inwiefern das ein typisches Verhalten ist, aber ja, vielleicht, sage ich jetzt einfach mal vorsichtig. Die Wildkatze, zu der kommen wir jetzt gleich, und da möchte ich auch ein ganz kleines bisschen was vorwegnehmen. Die hat leider den Nachteil, dass sie von den anderen zwar nicht aktiv gejagt wird, also sprich, die ziehen nicht los und denken sich, heute fange ich Wildkatze, aber wenn sie sich begegnen, dann kann es da schon mal dazu kommen, dass die Wildkatze ordentlich auf den Deckel bekommt von den anderen zwei, auch wieder, weil Nahrungskonkurrent, wird zumindest so wahrgenommen. Allerdings beschränkt sich das Nahrungsspektrum der Wildkatze zum allergrößten Teil auf mausartige Tiere, sage ich jetzt mal vorsichtig, also von der echten Maus bis zur Wühlmaus bis hin zur größtenfalls noch eine Ratte, Kaninchen auch schon nur Junge, ausgewachsene Kaninchen schon eher nicht. Jedenfalls, man kann die von den Ansprüchen ihrer Lebensräume durchaus zueinander schmeißen. Die haben früher auch schon zusammengelebt, mehr schlecht als recht, das geht also. Aber ganz konfliktfrei ist so eine WG dann halt eben auch nicht. So, und ich glaube, das reicht jetzt fürs Erste. Und mit dem nächsten Teil der Wildkatze geht es dann entsprechend weiter. Bis dann.